So, da sind wir jetzt im Phantasialand. Yay! Yay! Da ist Heidepark Suchti. Oh ja, genau, danke schön. Ja. Den Ach, jetzt auch noch zwei. Ja, Phantasialand. Erste Mal 2020. Für mich das erste Mal Wintertraum generell. Bin mal ganz gespannt. Also im Sommer war ich ja schon hier, ist immer sehr schön. Also, kann man also du warst noch nie im Wintertraum? Nein. Wir waren ja im Allgemeinen letztes Jahr das allererste Mal überhaupt hier. So wie Sören ja auch. Also, nee, er war glaube ich schon mal vor Jahren mal hier gewesen. Ich mich erinnere. Also für den warten auch viele Neuheiten. Wird man merken, ne? So, jetzt warten wir quasi nur darauf, dass er seinen Kater hat. Und müssen wir uns in dieser wunderschönen Schlange mal Taschenkontrollen gemacht? Anstellen. Weiß ich nicht. Neues Gesicht haben wir auch noch mit dabei. Moin! Kannst dich aber mal ganz kurz. Sören vom Parkfriends Germany. Juhu! Der Name Parkfriends Germany. Achso, hab ich noch nie gehört. Geil. Keine Ahnung. Warte mal, gerade eben aber hat mich doch jemand mal. Ja, ich war's. Ja, er war's. Ich hab das ganz genau gesehen, weil ich hab sogar. Sören folgt dir. Parkfriends Germany folgt dir. Cool. Ich auch nicht. Ja. Wird auf jeden Fall interessant heute. Oh ja. Du warst freust du dich? Ja, ich freue mich darauf, weil ich nicht weiß, ob ich schreien werde die erste Fahrt oder nicht. Wo schreien? Taron. Ich kenne das ja schon. Ich bin ja schon 8-mal gefahren. Aber das erste Mal ist. Colorado Adventure, da hat die Sebastian und mir die Ohren zugeschrieben. Das mit das, was sich so dreht, oder? Nein, das dreht sich nicht. Ach, das quasi, ich weiß was. Du weißt jetzt, was wir meinen. Ja. Hallo! Hallo! So, wir sind jetzt im Phantasialand angekommen, innen drin. Ja. Ja, jetzt mal gucken. Ja, das ist echt. Sind tausende Kameras jetzt hier. Was habt ihr nochmal für Seiten? Nur Instagram und Facebook. Instagram, Facebook und YouTube. Ja, Links dazu unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Weiß eigentlich jemand, wo Sebi rauskommt? Oder wann er kommt oder so? Was? Wann Sebastian überhaupt kommt? Weiß das jemand? Nö. Er kommt, wenn er kommt, oder was? Ich frage ihn mal kurz. Colorado, oder was? Freust du dich? Nein, eigentlich schon. Ich hoffe, ihr habt alle Ohrenstöpsel mitgebracht. Habt ihr alle Ohrenstöpsel mitgebracht? Was ist das denn hier? Ja, aber normalerweise da die Q-Line ist, wenn sie verlängert ist. So, Ohrenstöpsel dabei? Nee, noch nicht. Ich brauche nicht fragen, du schreist ja selber. Das ist hier. Ja, wollen wir mal gucken, wa? So, Colorado Adventure, fertig. Aha. Du hast nicht mehr so geschrien, warum? Nee, ja, das ist doch immer so, die erste Fahrt ist krass. Oder nicht mehr. Aber Sui hat gar nicht geschrien, so was? Irgendwie. Nein, nicht aber nicht wirklich. Ich konnte gar nicht. Ja, das war sie, danach aber nicht mehr. Hä, wo das komplett dunkel war. Dann hast du aber sehr leise. Nein, das war brutal laut. Weißt du, mein Ohr blieb jetzt noch, aber. Ich bin auch was heißer, gell? Dann klappt es vielleicht. Ja. Ja. Jo! Funktioniert! Ja, das war Black Mamba. Ein wirklich
voller Ritt, kann man fast sagen. Ride. Hat eine Menge Spaß gemacht. Wir gucken jetzt mal, ob Zoe hier gleich endlich mal wieder rauskommt. Weil wir warten doch ungefähr schon gefühlt 5 Jahre. Mal gucken. Irgendwer muss ja der Herr im Hause sein, ne? Ja, du bist so ein Brüller. Alter, ist der riesig. Was sagtest du? 15 oder 50? 50. Ja, geht da trotzdem. Aber das geht unter einer Stunde. Ich bin halt voller als 80. So, jetzt geht's Taron fahren. Freust du dich? Mhm. Also ich bin gespannt, ob Soso mir wieder die Ohren voll schreien wird. Versuchst du es nicht zu schreien. Aber es ist irgendwie auch ein wenig langweilig, wenn du nicht schreist, ne? Niklas, meinst du, Zoe sollte schreien während der Fahrt? Ich glaube schon, oder? Ich schreie mit. Sie meint nicht, aber ich glaube schon. Doch, sie schreit. Was denn? Max, deine Frisur sitzt gleich nicht mehr. Nicht so schlimm. Da. Da lang und irgendwo da. Da jetzt geht's eine Runde Talukan fahren. Wuhu! Talukan, Talukan, Talukan. So, Talukan erledigt. Und wie fandest du es? Ah, mir wurde so schwindelig. Ich bin gespannt auf die Aufnahme. Ich glaube, irgendjemand hat das gefilmt. Das wird, glaube ich, lustig, weil ich immer am Schreien bin. Also, ich fand auf jeden Fall die Fahrt an sich zwar gut, aber irgendwie, finde ich, hat da so ein bisschen was gefehlt. Es war mir zu wenig Überschläge. Also, ich fand, da geht noch was. Niklas, Mensch. Ich fand's gut, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt noch nicht, wie wir da was los? Warum ist das Becken denn so voll? Cool?
Wie findest du den Wintertraum bis jetzt? Mega. Also, am geilsten, also mein Highlight war bisher Taron im Dunkeln. Das war einfach mega. Das hat mich so geflasht. Ich hatte aber jetzt auch das allererste Mal Taron im Dunkeln. Jetzt mal Weihnachten. Für dieses Jahr. Hallo? Also, Weihnachten ist ja bald, ne? Ich hab schon die Weihnachtsgeschenke, also. Wir haben ja schließlich schon Januar. Wir haben schon Januar, wir haben auch schon wieder fast um, also. Wir sind jetzt gerade hier wieder im Wintertraumgarten von dem Lingbao Hotel und bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen in diesem Video und sehen uns dann laufe dieser Woche wieder zum neuen Video, denn es kommen ja ab sofort jeden zweiten oder dritten Tag, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall zwei Videos die Woche. Deswegen unbedingt den Kanal hier abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt und Daumen nach oben geben und kommentieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jetzt könnt ihr hier links bei Sui den Kanal hier noch abonnieren und hier könnt ihr dann quasi das neueste Video euch anschauen. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss.